Hallo Rama. Hallo Yvonne. Hallo. Wir sind hier in der Rhön und ich habe die Gelegenheit, oder wir, dir noch Fragen zu stellen. Also du machst hier so einen Retreat und ja. Aber als erstes würde ich gerne also spirituelle Fragen erstmal stellen. Okay. Genau. Also was ist für dich die Wahrheit? Oder gibt es eine Wahrheit? Meine Wahrheit ist hier und jetzt gerade, dass ich einfach diese Frage mit Stille beantworten möchte. Als Einladung, jeder bei sich selbst zu schauen, was bei dieser Frage in ihm selbst auftaucht. Was ist hier und jetzt gerade die Wahrheit? Oder wenn ich die Wahrheit weglasse, wenn ich einfach mich selbst frage, was ist hier und jetzt gerade da? Das ist für mich die Wahrheit. Wobei ich dann dieses Wort Wahrheit eben auch weglassen würde. Gell? Das ist auch schon irgendein Label für irgendetwas. Einfach, was ist jetzt? Das ist wahrscheinlich gemeint, wenn nach der einen Wahrheit gefragt wird. Aber sobald ich halt nach der Wahrheit frage, ist das schon wieder ein Versuch, die Wahrheit in irgendein Wort zu, in irgendeine Schublade reinzupacken. Wenn ich einfach frage, was ist jetzt, dann ist es einfach so eine Offenheit und dann kann da alles sein. Der eine mag vielleicht gerade Trauer erleben, jemand anders erlebt was ganz anderes. Und wenn vollkommenes Einverständnis ist mit dem, was gerade da ist, dann ist das das, was jenseits der Trauer und jedem anderen Erleben ist. Einfach nur Präsenz. Gesagt, du möchtest das mit der Stille beantworten. Jetzt hört im Hintergrund so Musik und so. Ist das dann auch die Wahrheit? Also muss es wirklich still sein, oder? Die Musik ist für mich genauso an der Oberfläche, wie jetzt irgendeine Trauer oder irgendein anderes Gefühl an der Oberfläche ist. Ja, wenn ich jetzt die Gefühl, die Musik da lasse, kein Urteil drüber habe, dann ist die Musik ein Teil des Gesamterlebens an der Oberfläche, wo in der Tiefe einfach nur der Frieden ist, der immer hier ist, egal ob da Musik ist oder keine Musik ist, ob es heiß ist oder kalt ist, ob da Freude ist oder Wut oder Ärger, einfach Präsenz. Und wenn man jetzt diese Präsenz nicht wahrnehmen kann, hast du da einen Tipp oder so? Da würde ich dann fragen, was ist denn gerade da? Was wird denn gerade wahrgenommen? Vielleicht nimmt jemand irgendein Gefühl wahr, vielleicht hat derjenige aber auch gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Gefühlen. Der hört dann vielleicht nur die Musik und ansonsten ist da eher gar nichts. Dann würde ich sagen, gut, dann hör doch mal auf die Musik und schau, was da, ob da irgendwelche Gedanken sind. Irgendwelche Urteile, dass die Musik stört oder sonst irgendwas. Und dann halt einfach mal inne und lass mal die Gedanken einfach beiseite. Guck mal, ob du irgendwie eine Lücke zwischen den Gedanken entdeckst, wo einfach gar nichts ist. Vielleicht kommt derjenige dann in so einen Beobachtungsmodus, wo er vielleicht zum ersten Mal die Gedanken beobachtet,
mit denen er sonst permanent identifiziert ist. Und das ist schon mal ein ganzes Stück in Richtung der Wahrheit, in Richtung dem Frieden. Wenn ich mich nicht mit diesen Gedanken identifiziere und dort völlig drin verwickelt bin, sondern eher so beobachte, ja, stimmt, die Musik stört mich ein bisschen. Aber okay, ich lasse das jetzt mal, ich sehe, das ist ein Urteil des Verstandes. Ich lasse das einfach mal da sein. Und guck, was macht das mit mir? Das würde ich vielleicht sagen. Also bist du nie mit den Gedanken identifiziert oder kommt das? Also genauso, wenn irgendein Satz mit immer ist, dann kann ich ja immer sagen, ja, immer ist es beständig, und genauso ist es mit dem Wort nie. Das könnte ich nie sagen, dass ich nie mit irgendwelchen Gedanken identifiziert bin. Ja. Aus absoluter Sicht natürlich schon, gell? Da ist niemand, der sich mit irgendwas identifiziert. Aber jetzt aus diesem Rama-Erleben heraus findet da alles statt. Da findet auch manchmal Identifikation mit Gedanken statt. Da findet alles Mögliche statt. Und gleichzeitig ist doch so ein permanenter Frieden da. Ganz egal, was stattfindet. Auch wenn da totale Gedanken sind, ist da nie so ein völliges Involviertsein. Sondern es ist immer so ein subtiler Frieden permanent da. Und war der Frieden bei dir schon immer spürbar oder gab es da einen Auslöser? Also wenn du mich so fragst, erinnere ich mich an Monday, wo ich mich völlig verloren habe. Da war nichts von Frieden. Da war der Frieden irgendwann das, wonach ich mich gesehnt habe. Insofern muss in diesen Momenten der Frieden nicht wahrnehmbar gewesen sein, sondern da war der Frieden irgendwas, auf das ich hinzusteuere, wonach ich mich sehne. Weil ich es eben nicht erlebt habe, sondern war eher so ein Verlorenheitsgefühl, mit dem ich überhaupt nicht in Frieden war. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es einen Auslöser gab bei mir, wo ich gemerkt habe, jetzt will ich die Wahrheit, sondern es war so eine Sehnsucht, so eine Suche. Am Anfang wusste ich eigentlich gar nicht genau, was ich suche, bis ich dann einem Menschen begegnet bin, der so in sich ruhte, dass ich wusste, ja, ich weiß nicht, was der hat, aber irgendwas hat der und das will ich auch. Was bedeutet genau das in sich ruhte? Oder das in sich ruhen? In sich als das Ich, als die Person, oder wo ruht der oder was? Der ruht, also ich würde sagen, gar nicht so von der ruht oder so, sondern dieses System, dieses Körperverstandssystem ist einfach so zur Ruhe gekommen und hält nicht nach irgendetwas Ausschau. Es ist einfach völlig in dem Moment und es hält nicht nach irgendwas anderem Ausschau. Es schaut nicht auf die Vergangenheit, es schaut nicht auf die Zukunft und es schaut auch auf nichts, was nicht gerade da ist. Das heißt, wenn jetzt hier Musik ist, dann hält es dieses Rama-System nicht nach Musiklosigkeit Ausschau. So, Musik ist da, schön. Kann irgendjemand den Moment verlassen? Oder? Wenn da jemand ist, dann hat er den Moment eigentlich schon verlassen. Aber nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, weil es gibt ja auch nicht wirklich irgendjemand, der den Moment verlassen könnte. Auch das ist ja schon wieder dann in der Geschichte, wo es irgendwelche Jemands gibt. Und der Jemand ist dann entweder hier oder er hat den Moment verlassen. Aber auch das ist schon wieder nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, da ist niemand, nie, immer, jetzt. Na, mir kommt es gerade, also dann ist der Moment die Wahrheit, was ich eben gefragt habe. Ich habe es immer gern, wenn jemand so eine Frage stellt, nicht was ist die Wahrheit, dann muss ich irgendwelche Definitionen machen. Aber wenn du sagst, der Moment ist der Moment die Wahrheit, dann kann ich sagen, ja, das ist eine Perspektive. Jemand anderen, der vielleicht ein totales, schönes Liebeserlebnis hat, der wird sagen, wow, da ist so viel Liebe, das ist für mich die Wahrheit.
dann würde ich sagen, ja, hier und jetzt ist für dich gerade Liebe die Wahrheit. Auch das ist wieder eine Perspektive. Und jemand, der vielleicht total in Sorge ist, weil er arbeitslos geworden ist oder die Partnerin gestorben ist, für den geht die ganze Welt unter und für den ist die einzige Wahrheit, die er sieht, das ist alles nur schwarz ringsum so. Aber allen den gerade geschilderten Situationen ist gemeinsam, jeder blickt, hat da eine bestimmte Perspektive und das, was schaut, das ist eigentlich die Wahrheit. Also insofern ist das, was hier jetzt spricht, die Wahrheit, dass es nur mich gibt und sonst niemand. Ich völlig allein bin hier in diesem Raum, wo nichts geschieht, sondern nur ich mit mir selber bin. Gibt es darüber ein Bewusstsein? Also bist du dir dessen bewusst? Als Rama mal mehr, mal weniger. Als das, was ich wirklich bin. Ist da einfach nur sein, dann bin ich mir, glaube ich, nicht mal bewusst, dass ich bin, das einfach Präsenz. Völliges Nichtwissen. Kein Bewusstsein, was ich bin oder wer ich bin, sondern einfach nur da sein. Dann möchte ich noch fragen, also manche sprechen zum Beispiel über das Herz. Mhm. Oder es gibt so Aussagen wie, jemand ist herzoffen. Was bedeutet das denn? Oder gibt es das überhaupt? Oder? Ja, es kommt in meinem Sprachgebrauch auch vor. Wenn ich jetzt jemand begegne, sag mal auf der Straße, und der schaut mich total grimmig an, und ich merke so, da kommt irgendwie so gar kein Liebesfluss auf, dann würde ich sagen, der ist dann eher so herzverschlossen oder hat eher so ein verschlossenes Herz. So. Aber wenn ich jetzt jemand begegne und was fällt nur spontan, so ein wunderschöner Liebesfluss, dann würde ich sagen, derjenige ist herzoffen und dann. Ja, ich würde sagen, so, das ist dieser Liebesfluss, der so zwischen mir und jemand anderem hin und her fließt. Je offener das Herz ist, desto mehr fließt da so diese Liebe. Möglicherweise kommt es auch auf Resonanz drauf an, oder? Kommt es auch drauf an. Klar, also auch wenn da jetzt jemand ist, der total verschlossen ist, gell? Dann muss es im Grunde nicht hindern, dass ich den trotzdem total lieben kann, gell? Trotzdem totale Liebe fließt. Das ist dann aber was anderes, als wenn der andere jetzt so mit Resonanz und wir schauen uns an und dann ist es mehr so ein Hin- und Herfließen, als wenn ich so das Gefühl habe, da ist jetzt jemand völlig so, dann fließt da auch was, aber es ist eben nicht so ein intensives Erleben. Aber Resonanz kommt da auch ins Spiel, klar. War das bei dir mal so, dass du viel im Verstand warst oder war es von Anfang an so? Ja, nee, ich war total im Verstand. Ich war total im Verstand. Ich hatte überhaupt kein Gespür für den Moment. Ich weiß es so als 20er, wenn ich mich mit einer Frau getroffen habe, da war überhaupt kein Gespür, was ist jetzt. Da habe ich dann eher überlegt, so, wir haben uns jetzt zweimal getroffen. So eine Umarmung und Kuss wäre, glaube ich, schon ab dem zweiten, vielleicht auch erst ab dem dritten Mal, weiß ich noch nicht genau. So, also es war alles vom Verstand her. Da war überhaupt nicht, was ist hier und jetzt oder so, sondern war wirklich alles so schwarz-weiß und es gibt ganz klare Regeln, wie man sein Leben so zu leben hat.
Und es ist immer der Verstand, der genau sagt, was richtig und was falsch ist. Ich hatte da, glaube ich, relativ wenig Kontakt zu meinen Gefühlen. Ist das denn falsch, wenn man total im Verstand ist? Nee, also mit falsch und richtig würde ich jetzt gar nicht so irgendwie in die Kategorie denken. Bei mir war es so, je mehr ich im Verstand war, und ich glaube, das ist bei anderen Menschen auch so, je mehr im Verstand ist, desto mehr Leid ist da. Weil der Frieden liegt halt jenseits des Verstandes, jenseits der Gedanken, Urteile und Vorstellungen. Ja, wenn ich mit einer Frau verabredet war und den ganzen Tag überlegt habe, ist es jetzt okay, eigentlich habe ich die gern, vielleicht will die mich umarmen, aber wir haben uns jetzt zum ersten Mal getroffen und ich glaube, das ist zu schnell. Ja, also da war nicht wirklich so ein Erfreuen des Moments und Genießen und Freude, sondern ganz, da hat sich eher alles hier oben ständig abgespielt. Es ist nichts falsch dran, aber so wie ich jetzt lebe, einfach hier und jetzt gucken, ist ein wunderschönes Leben. So. Das macht mir einfach viel mehr Freude. Also das Hier und Jetzt bedeutet nicht so sehr auf den Verstand zu achten, sondern mehr auf die Gefühle und auf die Körperempfindungen, auf den Frieden oder wie jetzt genau? Also der Verstand ist nie hier und jetzt, so erlebe ich das. Wenn ich im Verstand bin, dann bin ich nicht hier und jetzt. Auf irgendeiner Ebene natürlich auch wieder schon. Das heißt, jede Aussage, die ich mache, kann ich natürlich auch das Gegenteil sagen. Aber wenn ich hier und jetzt bin, jenseits der Gedanken, beobachte ich. Und dann können auch Gedanken da sein, dann können Gefühle da sein, dann kann alles Mögliche da sein. Dann kann auch Hundegebett da sein. So, jetzt haben wir kurz eine Unterbrechung. Jetzt machen wir weiter. Also wir waren beim Verstand. Der Verstand ist hier und hier und jetzt, hast du gesagt, ne? Also scheinbar, oder? Scheinbar. Ja. So sieht es aus meiner Perspektive aus. Da habe ich Gedanken sind. Bin ich nicht hier und jetzt. Gleichzeitig kann ich auch Gedanken beobachten und auch hier und jetzt sein. Dann werden einfach Gedanken beobachtet. Ich glaube, ich habe schon öfters mal gesagt, also bei Beobachten denke ich immer daran, dass man da so einen Abstand zu hat und dass man das hört sich irgendwie ein bisschen kalt an. Ja, wie wäre es mit Wahrnehmen? Also ich meine, die Gefühle werden schon auch gefühlt und nicht nur beobachtet, oder? Ja, werden auch gefühlt. Ja klar, also mit Gefühlen würde ich auch sagen, trifft mehr Fühlen zu als Beobachten. Beobachten tue ich jetzt vielleicht irgendwelche Fakten oder irgendwie ein Hund läuft vorbei oder sonst irgendwas. So mit den Augen. Und Gefühle beobachte ich ja nicht mit den Augen, weil die nehme ich eher wahr oder fühle sie. Ja, im Moment sind wir hier im Harz und hier findet so ein Retreat statt. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich nicht so richtig eine Struktur gibt. Ne? Also, ja, vielleicht können wir auch Teilnehmer was dazu sagen. Also, wie das empfunden wird, das ist eigentlich. Es geht mehr nach Absprache, oder? Also ja, mir geht halt die Freiheit über alles. Gell? Also meine eigene und auch von allen anderen. Und bei dem Forum Erleuchtung, was die Malu vor ein paar Jahren organisiert hat, was sie dann noch Forum Enlightenment nannte, da war ich so ein bisschen mit involviert und ich habe immer dafür plädiert, möglichst wenig Struktur, möglichst viel Freiheit. Und jetzt praktisch bei meinen eigenen Retreats kann ich das ja so machen, wie ich will. Und insofern, genau, gibt es da so gut wie gar keine Struktur. Das einzige Struktur in den letzten Tagen war, dass es um 9 Uhr Frühstück gibt. Und alles andere ergibt sich aus dem Moment heraus. Genau. Ja, das fühlt sich für mich einfach sehr gut an. Und ich kriege auch so Feedback, dass sich das für die Teilnehmer auch gut anfühlt. Hier und da ist vielleicht mal der Wunsch nach ein bisschen mehr Struktur, weil jemand, der vielleicht jetzt aus einer sehr Struktur oder der gewohnt ist, sehr in Strukturen zu leben oder Erfahrungen gemacht zu haben,
Für den kann es eher ein bisschen irritierend sein. Ja, ich meine, jemand, der vielleicht, und auch viele Leute, die im Gefängnis waren, wo halt ganz klar von abends bis von morgens bis abends ganz klar Strukturen sind, wann man raus darf, wann das Essen kommt. Wenn derjenige in die Freiheit kommt, kann es sehr irritierend sein. Ja? Plötzlich schlafen zu können, wann man will, jederzeit aufs Haus verlassen zu können. Aber auch das darf da sein. Auch das kam in den letzten Tagen mal vor, dass der Wunsch noch ein bisschen mehr Struktur war und dann hat man ein bisschen mehr Struktur gemacht. Also auch mehr Struktur. Die Struktur ist so frei, dass auch da mehr Struktur mal auftreten darf, als überhaupt keine Struktur. Im Grunde bin ich völlig offen. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel nach dem Frühstück sitzen wir zusammen oder gehen wir spazieren, dann ist bei mir eigentlich immer so, dass ich offen bin, so, was ist denn so im Raum da? Und wenn gar nichts kommt, dann sage ich halt so, was sich für mich gut anfühlt. Und meistens ist es noch meistens das, was wir dann so machen, da kommt dann eigentlich auch selten irgendwie Widerspruch. Aber wenn jemand anders den Impuls hat, irgendwas vorzuschlagen, kommt auch vor, das ist für mich auch fein. Also ich sehe mich jetzt ja gar nicht als derjenige, der ständig sagt, wo es lang geht, sondern ich stelle eher so den Raum zur Verfügung, wo dann all das sein darf, ja. Ich verstehe es ein bisschen so, dass da so ein Feld entsteht, ist das so? Oder ja, auch aus den Teilnehmern oder ist es nur dein Feld? Nee, also jeder trägt hier zu dem Feld bei. Jeder trägt zu der Energie bei, die jetzt gerade da ist. Und insofern ist das, was dann geschieht, einfach das, was das Feld auch eher will, was so das gemeinsame Energie dieses Momentes geschehen lassen möchte. Also ich erlebe das nicht so, wenn jetzt jemand den Impuls hat, irgendwie rauszugehen, erlebe ich das nicht so, dass das ist jetzt das, was der jetzt will, sondern der spricht einfach das aus, was hier so im Feld ist und deshalb gibt es da eigentlich auch kaum Widerspruch, weil alle irgendwie so eingetunt sind, dass wenn einer dann ausspricht, was im Moment gerade da ist, ja, dann spielen alle anderen rein und ja, dann ist es meistens genau das, was dann passieren möchte. Das appelliert ja auch stärker an Eigenverantwortung. Also das mal. Ja. Für mich ist der Weg nach innen ja auch ein Weg in die eigene Verantwortung, dass man Verantwortung für das eigene Innenleben übernimmt. Und dadurch, dass es keine feste Struktur gibt, bin ich ja auch ständig selbst gefragt, mich eine Antwort zu geben, also meinen Tag zu verantworten. Genau. Und das ist für mich so eine Parallelität zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Mhm. Es wird keine äußere Struktur vorgegeben, sondern da ist Raum für die eigene Antwort. Und so soll es ja eigentlich auch im Inneren sein. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich so, und das habe ich auf meiner Homepage auch geschrieben, so als Hinweis, dass es wirklich so ein Übungsfeld ist. Weil wenn hier jetzt keiner ist, der einem sagt, wo es lang geht und kann, wie du gerade gesagt hast, ist jeder ständig geguckt, was ist für mich gerade stimmig? Gehe ich jetzt mit auf den Spaziergang oder klinke ich mich eher aus? Das heißt, es ist genauso wie außerhalb bei einem zu Hause, wo man auch niemand hat, der macht das und wo man auch immer wieder jeden Moment gucken muss, ist es gerade stimmig? Was mache ich gerade? Also im Grunde ist es hier ja wirklich so ein Übungsfeld. Ohne große Input von außen, so ganz bei sich zu sein und selber zu gucken, was ist für mich jetzt gerade da. Hier findet auch so gut wie keine Wissensvermittlung statt, weil die Wahrheit, von der wir vorhin sprachen, kann nicht verstanden werden. Und sie kann eigentlich nur erfahren werden. Und bei mir geht es eher um ein Erfahren dieses Momentes. Es geht nicht darum, irgendwas zu verstehen. Es geht eher um dieses Erfahren von tiefem Frieden.
der aus meiner Perspektive leichter erfahren werden kann, wenn da kein Lehrer im Außen ist, der irgendein Wissen vermittelt, sondern einfach den Raum öffnet und der Raum möglichst wenig Struktur hat, sodass was immer bei einem ist, da sein darf, willkommen ist und voll erlebt werden kann. Also du würdest dich nicht als spirituellen Lehrer bezeichnen, oder? Ja, eher nicht. Eher nicht, weil ich jetzt auch keine Lehre habe. Auch keine Lehre mit 2E? Das vielleicht schon. Und dann wäre ich, ja, dann wäre ich vielleicht kein Lehrer, sondern ich wäre einfach die Lehre. Habe ich schon mehr Resonanz mit. Ja, das ist die Einladung, leer zu werden. Und wer in diesem leeren Raum, den ich hier so zur Verfügung stelle, sich hineingießen möchte, der ist herzlich willkommen. Und er wird dann die Erfahrung machen, dass auch er immer leerer und noch leerer wird. Im Buddhismus heißt es ja Leere und Fülle. Was ist da mit der Fülle? Ich tue mich mit diesen Worten so generell ein bisschen schwer, ob das jetzt Wahrheit oder Leere und Fülle und sonst was ist. Ich habe da so das Gefühl, ich sitze auf so einer Düne, gell? Da ist völliger Frieden, da ist nichts, da sind vielleicht nur Sterne über mir. Und dann muss ich immer ein Stück von dieser Düne runter und dann so mit Worten beschreiben, was ich so auf der Düne erlebe. Deshalb ist eigentlich so immer meine Einladung auch so, nicht zu versuchen, mit dem Verstand zu verstehen, wie ist es mit der Leere und was ist mit der Fülle und so. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass der eine oder andere solche Fragen hat, wie ich sie früher auch hatte. Und bei mir war es so, dass irgendwann ich an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, diese ganzen Antworten, die kann ich auch noch in meinen Verstand reintun. Dann habe ich noch eine Schublade gefüllt. Aber dieser Schrank mit den 100.000 Schubladen, und meine Vorstellung ist, wenn ich alle Schubladen irgendwann mal gefüllt habe, dann ist es gut. Ich habe gemerkt, je mehr Schubladen ich fülle, desto größer wird der Schrank und ich komme da nie an, gell? Das ist unendlich. Und die Frage, da ist von der Leere die Rede, aber auch von der Fülle. Vielleicht ist das genau diese Schublade, die hier und jetzt nicht gefüllt werden soll, sondern als Einladung genommen werden kann, zu erkennen, dass es nicht darum geht, den Schrank mit unendlich vielen Schubladen zu füllen, sondern sich einzulassen auf das Nichtwissen. Ist es jetzt voll oder ist es leer? Einfach hier sein. Vielleicht wäre es interessant für diejenigen, die es anschauen, von den Teilnehmern zu hören, die die Erfahrung hier gemacht haben, was die vielleicht so wertschätzen. Die können haben da wahrscheinlich ein bisschen mehr persönliche Erfahrung als jemand, der jetzt praktisch sich nur reindenkt. Ich weiß nicht, ob jemand den Impuls hat. Das ist genauso wie immer an den Tagen. Das sind immer Einladungen. Gell? Also wer den Impuls hat, was zu sagen, kann was sagen. Es ist nur so eine Idee. Ansonsten
Das ist auch fein für mich. Was mir so durch den Kopf geht, wenn ich zu einem Lehrer gehe oder einem Mensch, der so als Lehrer sich sieht oder identifiziert ist oder in dieser Lehrerrolle ist, dann muss ich quasi in diese Schülerrolle gehen, damit es dann stattfinden kann, dieses Spiel. Und ich glaube, die Leute, die so zu mir kommen, die suchen keinen Lehrer, sonst würden sie nicht zu mir kommen, sondern die, ich weiß nicht, wie sie sich sehen, aber ich sehe sie als Buddha. Und wir begegnen uns ja alle auf Augenhöhe. Möglicherweise ist das etwas, was jemand jetzt dazu veranlasst, eher zu mir zu kommen, als zu jemand, der so ein klassischer Lehrer ist, wo man dann hingeht und Wissen vermittelt kriegt. Das ist so eine Erklärung, die ich für mich habe. Oder wo ich mir denken könnte, warum jetzt jemand dann eher zu mir kommt. Weil die, die zu mir kommen, haben eher wenig Fragen. Gell? Ich glaube, die haben alle schon mehr oder weniger erkannt, dass es nicht darum geht, diese ganzen Fragen zu beantworten, sondern es einfach nur darum geht zu sein. Ob das jetzt hier ist oder im Büro oder im Auto oder sonst wo, der Frieden liegt immer darin, einfach hier zu sein. Und das ist die Einladung hier eigentlich. Einfach hier zu sein. Bei diesem Retreat und hier und jetzt, ganz konkret, hier und jetzt, wo ich diese Worte spreche, einfach gucken, was ist hier und jetzt. Aber es ist nicht Zeit, dran Fragen zu stellen, oder? Nein, wenn Fragen auftauchen. Kann vielleicht auch mal hilfreich sein. Ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Klar. Deshalb ist es bei mir auch so, ja, es ist nie so eine angesagte Stille, sondern es ist, ergibt sich immer organisch. Und selbst wenn es eine Stunde lang still war und plötzlich sagt irgendein Mensch, das Wetter ist total schön draußen, wollen wir nicht rausgehen, dann ist es auch okay. Gell? Und wenn da irgendjemand eine Frage auftaucht, völlig frei. Auf alles sein. Ich schließe da ein bisschen raus, dass du keine Fragen mehr hast ans Leben. Ist das so? Ja. Ist da noch ein Du? Scheinbar manchmal. Auch keine Fragen mehr. Hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber sprechen möchtest? Zum Beispiel, ich glaube, du hast auch nächstes Retreat schon geplant. Ne? Ja, im Februar geht es wieder so. Wieder 9 Tage. Wobei man dann auch weniger kommen kann. Also es sind 2 Wochenende und die Zeit dazwischen. Man kann am Wochenende kommen, man kann auch unter der Woche kommen, 2-3 Tage. Auch das ist völlig frei. Und eine Teilnehmerin hat vorhin gesagt, sie möchte gerne noch, dass du was über Liebe erzählst. Also ob du da noch was zu sagen möchtest. Da habe ich so das Bild, ich stehe auf der Bühne und also auf dem Publikum ruft jemand zu, kannst du was zu Amerika sagen? Gell? Das heißt, es ist so allgemein, da weiß ich jetzt gar nicht, will ich was zu der politischen Situation sagen oder zur Geografie oder zu meinen Erfahrungen in Amerika. Je konkreter, desto leichter fällt mir es dann, was dazu zu sagen. Aber so eine ganz allgemeine Frage, da kann ich einfach sagen, Liebe.
Ja, wenn ich innehalte, dann ist da nichts als Liebe im Grunde. Frieden, Liebe, alles nur Worte. Für das größte Mysterium des Lebens, das nicht in Worte gefasst werden kann. Gut, dann danke ich dir für das Interview. Ja, gerne. Danke.